Gewaltige und furchteinflößende Kräfte sind am Werk, wenn die Erde Feuer spuckt. Viele Vulkane schlafen nur und nicht jeder Ausbruch bringt Tod und Elend, aber man sollte die Kräfte der Erde nicht unterschätzen. Zu Gast bei Planet Wissen heute Bernd Szymanowski. Er simuliert Vulkanausbrüche, versucht deren Verhalten zu ergründen und Frühwarnsysteme zu entwickeln. Wir zeigen Ihnen heute, welche Folgen Eruptionen haben, wie Aschewolken und Lavaströme das Klima beeinflussen können. Außerdem schauen wir nach Island, wo die Menschen gelernt haben, mit Vulkanen zu leben, machen einen Ausflug in die Vulkaneifel und blicken zurück auf die letzte große Vulkankatastrophe in Italien. Es war ein gewaltiges Erwachen. Nach langer Ruhe bricht der Vesuv im Jahr 1944 wieder aus. Das süditalienische Dorf San Sebastiano wird vollständig zerstört. 26 Menschen sterben. Am Fuße des Vesuvs leben heute fast 4 Millionen Menschen. Doch sie scheinen zu verdrängen, dass sie in unmittelbarer Nachbarschaft des einzig aktiven Vulkans auf dem europäischen Festland wohnen. Der Vesuv, eine Kulisse, eine Touristenattraktion. Aber er steht unter ständiger Beobachtung. In einem Observatorium wird der Vulkan 24 Stunden am Tag überwacht. Denn man weiß, der Berg ist eine reale Gefahr. Und diese Gefahr könnte weit größer sein, als selbst die Beobachter vor Ort vermuten. Denn der französische Vulkanologe Bruno Scaillet hat eine beunruhigende Entdeckung gemacht. Der Vesuv hat sich verändert. Das Hauptreservoir, das die Ausbrüche speist, befand sich vor 2000 Jahren in etwa 7 bis 8 Kilometern Tiefe. Seit Pompeji ist dieses Reservoir, also die Ansammlung von Magma unter dem Vulkan, ständig weiter nach oben gewandert und hat sich der Oberfläche angenähert. Von seinen Expeditionen an den Vulkan hat Scaillet Gesteinsproben der verschiedenen Ausbrüche des Vesuvs mitgebracht. Diese Proben hat er bei 1200 Grad wieder zu Lava zurückgeschmolzen und dann die Kristalle näher betrachtet. Die chemische Zusammensetzung verrät, beim Ausbruch von Pompeji kam die Lava noch aus 8 Kilometern Tiefe, 1944 nur mehr aus 3 Kilometern. Steht ein Ausbruch bevor? Es wird Signale geben. Allerdings weiß man nicht, wie viel Zeit zwischen den ersten Signalen und dem eigentlichen Ausbruch vergehen wird. Das hängt vom Vulkan ab, da hat jeder sein eigenes Verhalten. Die italienischen Vulkanforscher lassen sich von diesen Ergebnissen noch nicht beunruhigen. Sie verlassen sich auf ihre Messmethoden. Die Zusammensetzung der Gase, die aus dem Berg strömen, und die seismischen Daten, die im Observatorium einlaufen. Doch diese Messungen bieten nur eine trügerische Sicherheit, warnt Scaillet. Wenn ein Reservoir kleiner als 500 Meter im Durchmesser ist, dann kann man mit geophysikalischen Methoden diese kleinen Reservoirs nicht mehr nachweisen. Das heißt, nur wirklich große Veränderungen im Verhalten der Magmakammer, wie eine Ausdehnung des Hauptreservoirs, werden vom Seismographen registriert. Sollte ein kleines Reservoir durch einen Teilkrater an die Oberfläche brechen, bleibt das von den Geräten unentdeckt. Das gilt auch für das Vulkangebiet Campi Flegrei, ebenfalls bei Neapel. Gegen die Ausmaße dieses Kraters ist der Vesuv ein Zwerg. Auf 150 Quadratkilometer erstreckt sich eine unterirdische Magmakammer über die ganze Bucht von Neapel. Und sie bewegt sich. Messbar gemacht hat das der Satelliteningenieur Riccardo Lanari. Er hat in den Campi Flegrei Markierungsposten aufgestellt, die es ermöglichen, die Bewegungen der Erdoberfläche zu beobachten. Von der Erdumlaufbahn aus erstellen Satelliten eine Art Höhenfoto der Region. Im Observatorium kann Lanari dann die Daten abrufen und sieht, wie sich die Erdkruste bewegt. Jede Bewegung nach oben ergibt einen blauen Punkt.
Man sieht deutlich, dass sich zwischen 2005 und 2006 der Boden um 5 cm angehoben hat. Es ist, als würde die Erde hier einatmen. Die Magmakammer der Campi Flegrei dehnt sich aus. Eine Eruption hätte unvorstellbare Ausmaße. Neapel und die umliegenden Orte würden ausradiert. Eigentlich sollte ein politisch geforderter Baustopp das Problem in den am meisten gefährdeten Zonen entschärfen. Aber in der unmittelbaren Umgebung des Vesuvs sind allein in den letzten 20 Jahren über 50.000 neue Häuser entstanden. Einfach in der Hoffnung, dass schon nichts passieren wird. Herzlich willkommen, Herr Zimanowski. Sie reisen selbst immer wieder nach Italien und beschäftigen sich dort mit der Untersuchung von Vulkanen und auch möglichen Frühwarnsystemen. Der Vesuv, wir haben gerade ja schon gesehen, würden Sie sagen, der ist ein Pulverfass? Sicher ist ein Pulverfass. Die Frage ist nur, wann wird es explodieren? Mhm. Und die Frage lässt sich im Augenblick noch nicht wirklich ordentlich beantworten. Wie bedrohlich schätzen Sie denn die Lage ein? Also im Augenblick gibt es keine Anzeichen für irgendwelche Aktivitäten. Es besteht aber begründete Hoffnung, dass vor einer größeren Aktivität doch eine gewisse Vorwarnzeit sich ergeben wird, weil es einfach Signale geben wird, die darauf hinweisen. Wie groß wäre diese Vorwarnzeit? Wie viel Zeit hätte man? Man hofft, dass es mindestens ein halbes Jahr ist. Vielleicht etwas länger. Mhm. Das ist so ungefähr die Größenordnung. Ist das das, was ausreichen würde, um da tatsächlich Sicherheit zu schaffen für die Menschen? Das ist eine sehr komplizierte Frage, weil es dann sofort ins Politische geht. Wenn sich der Vesuv rührt und sich die Anzeichen für einen Ausbruch verstärken, müsste sehr, sehr frühzeitig die Entscheidung gefällt werden, den Großraum zu evakuieren. Und wir reden hier von 300.000, 500.000, 1 Million Leute, die bewegt werden müssen. Die Pläne sind da, aber ob das dann wirklich rechtzeitig in die Wege geleitet wird, das werden wir einfach sehen. Es bleibt zu hoffen. Aber wenn dann der Vesuv nicht ausbricht, was auch möglich ist, dann ist das natürlich ein absolutes Desaster. Ja, das ist richtig. Und vor allem beim zweiten Mal, wenn es dann nochmal so weit käme. Entschuldigung. Er bricht noch nicht aus. Nein. Ich war nämlich dabei, unseren ersten Film anzusagen und wollte dir ins Wort fallen und sagen, um auf die Ursachen von Vulkanausbrüchen zurückzukommen, wir müssen erstmal verstehen, warum das überhaupt passiert, bevor wir da etwas gegen tun können und bevor wir Menschen warnen können. Und das wiederum können wir nur, wenn wir uns vor Augen führen, wie unsere Erde im Inneren aussieht. Betrachtet man die Erde aus dem All, deutet nichts auf ihr heißes Innenleben hin. Der blaue Planet wirkt eher kühl, doch das täuscht. Der Aufbau der Erde gleicht dem eines Pfirsichs. Ganz oben eine hauchdünne Schale, die Erdkruste, nur etwa 35 Kilometer dick. Darunter das Fruchtfleisch, die dicke Schicht des Erdmantels aus zäh fließendem Gestein. Dieser Abschnitt reicht rund 2900 Kilometer tief und die Temperatur steigt auf bis zu 3500 Grad. Danach kommt der äußere Erdkern, eine flüssige Schmelze aus Nickel und Eisen. In rund 5000 Kilometer Tiefe beginnt schließlich der feste innere Kern aus demselben Material. Hier ist es mit über 5000 Grad heißer als auf der Sonnenoberfläche. Also, das Erdinnere ist mehr oder weniger plastisch. Ich weiß nicht, wie das Herr Zimanowski immer ein Problem hat, wenn man sagt, es ist flüssig, weil sich diese Veränderungen in einem so großen Zeitraum abspielen, dass wir unter dem Begriff flüssig ein bisschen was anderes verstehen, als es wirklich ist in der Erde. Ne? Man kann das vielleicht ein bisschen mit so einer Lavalampe vergleichen. Erklären Sie mal das Prinzip. Also im Prinzip findet der Wärmetransport im Erdmantel und im Erdkern
über Materialtransport statt. Das heißt, die Wärmeleitung im System ist sehr schlecht und es würde zum Beispiel 9 Milliarden Jahre dauern, bis Wärme von der Grenze Mantelkern bis zu uns käme. Was passiert ist, dass heißes Material Auftrieb gewinnt, wie das hier in der Lavalampe der Fall ist, und dann nach oben steigt. Das ist das Prinzip. Wenn man das jetzt anwenden würde auf die Erde, dann würde so ein Blob, der von der Kernmantelgrenze aufsteigt, würde vielleicht 1 Milliarde Jahre lang unter der Grenze zum oberen Erdmantel lungern. Ja. Also das sind einfach Bewegungen, die so langsam sind und die so lang anhalten, dass wir aus unserem Zeitgefühl her sagen, eigentlich ist das ganze System fest. Ja. Und dann erkaltet er wieder und er braucht nochmal genauso lange, um wieder runterzufallen? Das ist jetzt eine extrem spannende Frage, weil das wissen wir gar nicht genau. Wir wissen, dass kaltes Material von den ozeanischen Krusten zurücksinkt, aber wir wissen eigentlich nicht, was mit alten Plumes passiert. Mhm. Das ist ungeklärt, aber es müsste eigentlich so sein, ja. Interessant ist ja, dass wir hier an der Erdoberfläche kaum etwas von all dem mitbekommen, außer es wird mal ein bisschen Material nach oben gebracht. Ja. Und da haben Sie uns interessante Proben mitgebracht, die wollen wir uns mal genauer anschauen. Also spannend hieran ist, so unterschiedlich diese Gesteinsproben aussehen, es ist doch alles Lava, natürlich aus unterschiedlichen Vulkanen, aus unterschiedlichen Gegenden. Welches sind denn jetzt so die spektakulärsten Funde, die Sie da gemacht haben? Also wenn wir mal mit den ganz raren Sachen anfangen, nicht nur weil da Diamanten drin sind, sondern auch weil diese Gesteine sehr selten sind, die Kimberlite, die aus Tiefen von über 700 Kilometern Tiefe nach oben kommen. Und wenn man sich vorstellt, ein Vulkan, der eine Wurzel von 700 Kilometern hat und oben dann ein paar hundert Meter hoch ist, dann ist das ein Größenvergleich, der uns sagt, dass Vulkane, die wir sehen, sind eigentlich nur die Pickel an der Oberfläche. Aha. Die eigentliche Struktur ist gigantisch dagegen. Ja. Das ist also der Kimberlit hier. Das Tolle ist, der ist jetzt ganz glatt, aber ja, das liegt daran, dass man den so aufgeschnitten hat. Genau, ne? Das ist einfach eigentlich ein Museumsstück, das ich da mitgebracht habe. Mhm. Das Material, durch das dieser Kimberlit durch muss, bevor er in die Oberflächennähe kommt, das sehen wir hier, das sind Teile, Proben vom oberen Erdmantel, die der Vulkanismus als Gerölle sozusagen mitgebracht hat. Die kommen so aus 80 Kilometern Tiefe ungefähr. Wobei, wenn man die jetzt so durchschneiden würde, wären die dann ähnlich glatt? Nein, also das ist auch ein ganz anderes Material. Das ist ein kristallines, grobkörniges Material, während hier ja das praktisch aus der Schmelze erstarrt, sehr feinkörnig ist. Und das ist auch genau der Unterschied in den magmatischen Gesteinen zwischen den Vulkaniten und den Plutoniten. Hier haben wir auch Granit, auch so ein völlig kristallines Gestein. Das ist das, was wir bei uns auf den Straßen sehen. Das ist das, was wir auf den Straßen sehen. Das ist auch alles schön in der Ecke gruppiert, weil das von der Chemie her, von der Zusammensetzung alles ungefähr das Gleiche ist. Der Granit in der Tiefe erstarrt, der Obsidian, das gleiche Material, das gleiche Magma als Vulkanit an der Erdoberfläche erstarrt. Und wenn das Material vor der Erstarrung noch aufschäumt, weil die darin gelösten Gase sich befreien, dann kriegen wir den BIMS. Das ist chemisch beides genau das Gleiche. Nur der ist durch diese hohe Aufschäumung, hat er so eine geringe Raumdichte, dass er schwimmt und eben dadurch also eine geringere Dichte hat als Wasser. Also der BIMS-Stein ist absolut leicht, kennt man, weil man den auch gerne zur Körperpflege benutzt. Richtig, das war eines der Gründe, ihn zu uns zu befördern. Okay, dann können wir wieder zurück an den Tisch gehen. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, welche unterschiedlichen Formen, Farben und Konsistenzen dieses Lavagestein haben kann. Das gibt mir jetzt die Möglichkeit, Ihnen noch mal wärmstens ein ganz, ganz tolles Multimedia-Element zu empfehlen, was wir auf planetwissen.de haben. Da haben sich unsere Kollegen, unsere Online-Kollegen richtig ins Zeug gelegt. Sie können sich nämlich hier über Entstehung, Aufbau und Vorkommen von Vulkanen informieren. Sie sehen, wenn Sie hier so mit der Maus drüber fahren, dann sehen wir die Erdoberfläche. Oberfläche besteht aus so Schollen oder Platten, die quasi auf diesem plastischen Kern schwimmen, in Anführungsstrichen. Und an den Grenzen dieser Platten, da befinden sich in der Regel Vulkane. Also dort bahnt sich die Magma den Weg an die Oberfläche. Hier gibt es also diese Bruchstellen, wo das Ganze nach oben kommt. Wir können mal hier auf einen Vulkan raufgehen. Da können Sie nämlich auch immer gleich wunderbar draufklicken. Wobei, ich wollte Ihnen vorher erst noch das hier zeigen, dass wir natürlich auch hier uns genau angucken können, welche Bewegungen diese Kontinentalplatten vollführen. Sie können zum Beispiel aneinander vorbei sich bewegen. Sie können sich auseinander bewegen oder sie können auch untereinander tauchen. Und das, was ich Ihnen jetzt hier zeigen wollte, ist an diesem Stratovulkan in Kamtschatka, Russland, dass Sie, wenn Sie draufklicken, auch immer noch mal hier Animationen abrufen können. Sie kriegen hier Texte, die Ihnen das Ganze erklären.
Und da wir bei dem Stratovulkan jetzt sind, Herr Szymanowski, die können richtig gefährlich werden. Warum? Also Stratovulkane sind das Ergebnis von gemischten Eruptionen. Das ist so eine Sandwich-Bauweise aus Lava und sogenannten Pyroklastika, nennt man das. Das sind die Lockerprodukte, die Asche, die Lapilli, also die Steinchen und die Bomben, die beim explosiven Vulkanismus gebildet werden. Und das ist eben Kennzeichen für Stratovulkane, dass es eben auch explosive Phasen gibt. Wenn wir jetzt zum Beispiel den vorhin genannten Vesuv nehmen, der hat ist genau von demselben Typ, der fördert ab und zu Lavaströme und ab und zu hat er explosive Phasen. Und die sind eben die bedrohlichen für uns. Lavaströme zerstören zwar Gebäude und Ortschaften, aber normalerweise kommt man als Mensch da nicht zu Schaden, weil die einfach viel zu langsam sind. Also Vulkane quasi interaktiv hier auf unserem Element. Stöbern Sie ruhig mal nach der Sendung. planet-wissen.de ist die Adresse. Ihr Spezialgebiet sind ja die hochexplosiven Vulkane. Und wir wollen uns mal angucken, mit welchen Methoden Sie die Funktionsweisen dieser Vulkane zu ergründen versuchen. Wir haben sie nämlich besucht. Harmlos schön wirken sie, solange sie schlafen. Doch wehe, wenn sie aufwachen. Vulkane sind zerstörerische Naturgewalten. Sie zu bändigen ist kaum möglich. Wissenschaftler versuchen aber, so viele Menschen wie möglich vor ihnen zu schützen. In einem Labor an der Uni Würzburg will Bernd Szymanowski dazu beitragen. Er simuliert Vulkanausbrüche. In einen Minischlot kommt echtes Lavagestein. Eine elektromagnetische Spule bringt das Material zum Schmelzen. Blitzschnell wird Gas zugeführt. Der Vulkan bricht aus. Kollege Ralf Büttner macht sich derweil an einer Neuentwicklung der Würzburger zu schaffen. Dieses unscheinbare Drahtgitter könnte eine kleine Revolution in der Vulkanbeobachtung sein, hoffen Sie. Denn das Drahtgitter ist ein Sensor und kann elektrische Ladung messen. Die Idee? Bei einem Vulkanausbruch verändert sich, wie bei einem Gewitter, die elektrische Ladung in der Luft. Die Würzburger wollen durch die Messung dieser Veränderungen feststellen, wie stark die Eruption ist. Das ist ungeheuer wichtig zur Planung möglicher Evakuierungen. Doch zunächst einmal kommt der erste Versuch unter Laborbedingungen. 3 Sekunden, alles läuft. Es hat geklappt. Der Sensor hat gemessen. Es kann sein, dass das Quäntchen an zusätzliche Informationen liefert, um wirklich besser vorhersagen zu können. Nur das lässt sich im Augenblick noch nicht absehen. Im Moment geht es um ganz praktische Dinge, dass man an den Observatorien in dem Moment, in dem der Ausbruch stattfindet, sozusagen mit Lichtgeschwindigkeit Informationen gewinnt, was da eigentlich passiert ist. Und zwar bei Nacht und Nebel, wenn die Kameras nichts mehr sehen, gibt dieses Signal immer noch volle Informationen über die Intensität des Ausbruchs und damit auch über die Menge an Asche. Die erste Hürde hat das Gerät im Labor genommen. Jetzt geht's zur nächsten Bewährungsprobe in den Süden Italiens. Ein stillgelegter Steinbruch ist genau der richtige Ort dafür. Dort baut eine ganze Schar von Wissenschaftlern einen Vulkan auf. Auch hier wieder mit echter Vulkanasche. Der Vesuv, verglichen mit dem Original, immer noch im Minimaßstab. 3 Gitter werden montiert, 1 lediglich zur Kontrolle. Noch genügen Holzstiele als Masten. Die Sensoren exakt einzustellen ist alles andere als einfach. Sie müssen genau ausgerichtet sein, dürfen keine Störquellen empfangen und sollen in Echtzeit Ergebnisse weiterleiten. Tüftelarbeit. Eine ganze Reihe von Messungen laufen hier gleichzeitig am Mini-Vesuv. Der Countdown läuft. Ready! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ausbruch geglückt.
Daten im Computer angekommen. Wir freuen uns wahnsinnig darüber, so gute Daten zu haben. Es ist uns aber klar, dass das sind 2-3 Jahre Arbeit, bis wir die ausgewertet haben. Also das ist halt das, die Schattenseite des Daseins. Ich würde gerne jetzt schon alles wissen. Ich muss aber noch 2-3 Jahre dran arbeiten, bis wir wirklich alles rausgeholt haben von dem, was wir da in diesen 10 Tagen hier messen. Der neue Sensor hat funktioniert. Deshalb wird es jetzt ernst. Ein echter Vulkan wartet, der Stromboli. Wobei, auch er ist fast ein Laborvulkan, denn mit zuverlässiger Regelmäßigkeit spuckt er Lava. Gut fürs Projekt. Am Kraterrand heißt's erstmal marschieren. 45 Minuten bis zum Standort. Dort erwartet die Forscher Knochenarbeit. 1 Meter tief wollen sie die Masten einbetonieren. Das können wir vergessen, dass wir 1 Meter da reinkommen. Wir werden wahrscheinlich mit dem halben zufrieden sein. Weil es einfach zu hart ist hier. Zu allem Überfluss ist der Vulkan in der folgenden Nacht besonders aktiv. Am Morgen darf erstmal keiner hoch. Die Arbeiten verzögern sich. Erst am Nachmittag können sie endlich das Messgitter anbringen. Letzte Handgriffe an der Funkstation. Und dann kommt der Moment der Wahrheit. Unten in der Beobachtungsstation warten die Würzburger auf erste Signale vom Berg. Und dann sind sie da. Als die beiden heimreisen, können sie noch nicht wissen, was sie zu Hause erwartet. Am 4. bauen wir die Sonden auf. 3 Tage später gibt es den stärksten Ausbruch des Jahres. Viel mehr Glück kann kein Mensch haben. Schauen wir mal rein, was uns die Kollegen geschickt haben. Und Volltreffer. Während die Nachtsichtkamera den Ausbruch festhält, zeigt der Sensor einen eindeutigen Ausschlag. Das elektrische Feld hat sich tatsächlich gleichzeitig verändert und das Gerät arbeitet einwandfrei. Wieder ein kleiner Schritt, um Vulkane besser zu verstehen. Tja, alles in allem ganz schön vielseitiger Job, den Sie da haben, ne? Wenn man sich den Film anguckt. Sie haben uns jetzt so ein Messgerät hier mal mitgebracht. Ja. Und ich sprühe jetzt, Vorsicht Birgit, Wasser in die Luft. Das ist ja ähnlich wie Vulkanasche. Und was misst jetzt dieses Gerät? Da sieht man ganz deutlich, dass es ausschlägt. Ja. Also unter diesen Bedingungen hier ist natürlich das Gerät ein bisschen überfordert, weil hier wimmelt es natürlich in so einem Fernsehstudio von elektrischen Feldern ohne Ende. Deswegen ist es also jetzt nicht so, wie es in der Natur aussieht. Aber man hat dennoch gesehen, dass dieses Zerstäuben dieser Flüssigkeit eine ganz klare Reaktion hervorgerufen hat. Und das hängt damit zusammen, dass beim Zerteilen von Material eben elektrische Ladungen entstehen. Und wenn das mit so einem gerichteten Strahl dann versprüht wird, werden die Ladungen voneinander getrennt und ändern, wie man in der Physik sagt, das Fernfeld. Ja, also man kann das dann messen mit so einem Gerät. Und wenn man so ein, das ist jetzt noch keine Kunst. Man kann sowas optimieren, dass es diese Veränderungen beim Vulkanausbruch, bei dem im Prinzip das Gleiche passiert, das Magma wird zerteilt und wird in einem Strahl nach oben ausgeworfen. Das ist noch nicht die Kunst. Die Kunst ist, dass wir mit unseren Labor- und Feldmessungen in der Lage sind, so ein Elektrometer zu kalibrieren, dass eben nicht einfach nur größere Eruptionen durch größere Peaks kenntlich werden, sondern dass man auch genau ausrechnen kann, wie viel Kilogramm Asche von bestimmter Korngröße sind jetzt bei der Eruption entstanden und wie viel Energie wurde freigesetzt. Und diese beiden Dinge zusammengenommen machen das zu einem attraktiven Überwachungsgerät, um bei Vulkanausbrüchen vor Ort zeitnah oder zeitgleich zu messen, wie viel Asche wird hier produziert. Mhm. Funktioniert das richtig? Also es hört sich relativ einfach an, aber ich stelle mir vor... Wir verkaufen es, ja. Ja, okay, also es gibt es auch schon, es ist auch schon installiert. Es ist installiert, es gibt Stromboli-Feststationen und am Ätna gibt es Feststationen und aller Wahrscheinlichkeit nach im Frühjahr werden wir ein System für die isländischen Vulkane vorbereiten. Mhm. Da gibt es nun dummerweise so viele Vulkane, dass es keinen Sinn hat, einen bestimmten zu verkabeln. Und außerdem sind da auch die klimatischen Bedingungen so, dass diese Geräte würden jetzt sehr lange überleben. Mhm. Und deswegen werden wir ein mobiles System entwickeln, das dann von isländischen Kollegen, die da beim Zivilschutz arbeiten, innerhalb kurzer Zeit
an dem Kandidaten aufgebaut wird, der da ausbricht. Aber was ist denn jetzt, wenn es zum Beispiel regnet, also wie Dennis da gerade gesprüht hat? Ja. Das kommt ja nun auch häufiger mal vor. Diese Störsignale sind in der Tat da, auch Wolken und natürlich Gewitter. Aber der Abstand von diesen Intensitäten zu dem Ausbruch sind riesig, ja, 10.000-fach weniger. Und wir können diese Signale eindeutig unterscheiden von den Eruptionssignalen. Mhm. Dazu kommt natürlich noch, dass der Sensor ja nicht allein da steht, sondern der ist ja eingebunden in das normale Überwachungssystem. Das sind Seismometer, das sind Infrarotkameras. Und das alles zusammen macht es dann möglich, die Signale, die zu dem Ausbruch gehören, einwandfrei rauszusortieren. Sie haben sich ja auf diese Ausbrüche spezialisiert, die zu simulieren. Wir haben ja im Film auch schon gesehen, wie Sie da in diesem Steinbruch zugange waren. Was bringen solche Simulationen und können diese Simulationen annähernd an das heranreichen, was dann ein wirklicher Ausbruch ist? Also die Großexperimente, die wir zusammen mit den italienischen Kollegen gemacht haben, die sind sozusagen das Bindeglied. Die kleinen Experimente im Labor sind dazu da, um prinzipielle Prozesse sozusagen unter der Lupe zu betrachten, und die sollen dann, deren Relevanz kann dann mit Größenexperimenten getestet werden, und die können dann raufskaliert werden auf die Realität. Ja, wir haben noch mal ein paar Bilder von diesen Versuchen vorbereitet, und Sie müssen uns erklären, was da im Einzelnen gemacht wird. So sieht mal die Vorbereitung einer solchen Explosion aus. Ja, also was im Prinzip da passiert ist, dass die Messaufnahmesysteme scharf gemacht werden und dann wird die Vorrichtung in Gang gesetzt. Es handelt sich hier im Prinzip um sowas wie eine riesige Druckluftkanone, ja, wie so eine Konfettikanone ein bisschen. Das ist ein sehr ausgekühltes System von Düsen in der Bodenplatte eingebaut, mit denen dann die Asche nach oben transportiert wird. Jetzt hat man da gerade Leute zusammenkehren gesehen, ja. Messungen machen und so weiße Kästen. Was ist das im Einzelnen? Also das sind jetzt extrem wichtige Punkte. Der erste Punkt ist, dass wir tatsächlich Ablagerungen produzieren mit den Experimenten. Also wir produzieren Ablagerungen, die von Geologen in derselben Weise beprobt werden können wie die Ablagerungen, die der natürliche Vulkanausbruch hervorbringt. Und diese Ablagerungen sind ja meistens das Einzige, was wir von den Vulkanausbrüchen letztendlich studieren können. Ja? Die dicht genug dran waren, um mehr zu wissen, sind tot. Und das ist jetzt eben auch ein Grund für dieses Experiment, dass wir dieses Bindeglied herstellen können zwischen den Experimenten, den Theorien und den Ablagerungen. Und das andere, die Gebäude, das sind die Leute, die das Experiment bezahlen. Die wollen wissen, der italienische Zivilschutz, die wollen wissen, ob es möglich ist, Gebäude so zu härten, ja, Fenster und Türen so zu bauen, dass die bestimmten Vulkaneruptionen widerstehen können. Welche Erkenntnisse haben denn diese Erkenntnisse in der Praxis letztlich auch? Was nutzen Sie dann den Bürgern? Also den italienischen Bürgern jetzt konkret, dass wir der Frage nachgehen können, wer muss evakuiert werden und wer darf noch da bleiben? Also wahrscheinlich die Frage, wie weit kann man entfernt noch überleben? Was kann man noch baulich überleben? Noch machen, genau. Ja, okay. Also das ist sozusagen das würde also die Last von der Stadt Neapel zum Beispiel ein bisschen nehmen, dass man also die Gefahrenzonen etwas anders klassifizieren kann, wenn man also baulich entsprechend nachbereitet und dann die Menge an Leuten, die einfach weg müssen, weil da nichts mehr zu machen ist, dass man da einfach mal quantitativ was weiß. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz erörtern, welche Konsequenzen überhaupt so ein Vulkanausbruch hat. Also es ist ja nicht nur die Lava, die gefährlich wird, gerade auch für die Leute, die in der Umgebung leben. Also die Lava ist eigentlich, das ist natürlich, sagen wir mal, sehr zerstörerisch auf die Strukturen. Aber die größte Gefahr geht von den pyroklastischen Materialien aus. Also von der Asche, von dem, was der Vulkan bei einem explosiven Ausbruch fein zerteilt und auch in gröberen Blöcken auswirft. Und diese Eruptionssäulen, da gibt es im Prinzip zwei Typen. Die einen, die sozusagen als Wolke aufsteigen und aus denen dann systematisch der Korngröße nach das Material abregnet, wie bei Regentropfen auch. Und die anderen, die sind instabil, die kollabieren, die brechen in sich zusammen, knallen aus großer Höhe, man muss sich das vorstellen, vielleicht aus 7-8 Kilometern Höhe, knallt eine riesige Menge von Gesteinsmaterial auf den Hang des Vulkans und rauscht dann wie so eine Turbolawine den Hang runter und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 200 Stundenkilometern. Und da kann halt niemand mehr weg. Nee. Das schiebt eine Druckwelle vor sich her, die allein schon tödlich ist. Bevor überhaupt das Zeug erst bei einem ankommt, ist man schon über den Jordan. Und das zerstört eben auch extrem stark Gebäude und kostet eben Leben. Sie untersuchen in Würzburg auch, was in einem Vulkan bei so einem Ausbruch vor sich geht, und haben uns Highspeed-Aufnahmen mitgebracht einer solchen Explosion, die wir Ihnen zeigen können.
Was können Sie aus solchen Aufnahmen sehen? Also das sind jetzt Experimente, die mehr so diesen grundlegenden physikalischen Prozessen auf die Spur kommen sollen. Wir untersuchen praktisch wie mit einer Lupe die Vorgänge, die physikalischen Vorgänge im Labor, ja, wo wir alles messen können und alles beobachten können. Und in diesem Experiment hier wird studiert, was passiert, wenn sich Wasser mit flüssigem Gesteinsmaterial oder mit teilflüssigem Gesteinsmaterial mischt und dann explosiv reagiert. Und das ist genau der Motor, der zum Beispiel einen harmlosen Lavavulkan in ein Aschemonster verwandeln kann. Also wir merken uns, diese Experimente, die Sie machen, können helfen, erstens zu verstehen, was vor sich geht bei einem Vulkanausbruch und haben dann den Nutzen, den Menschen zu helfen, dass sie bei solchen Naturphänomenen nicht groß zu Schaden kommen oder dass sie zumindest früh genug gewarnt werden. Weiteres darüber auf planetwissen.de, das ist unser Online-Angebot. Die Vulkane Islands bieten atemberaubende Naturerlebnisse. Doch wenn zu viel heiße Magma auf Wasser trifft, kann es auch schnell zu kräftigeren Eruptionen kommen. Wie zuletzt am Eyjafjallajökull. Aschewolken legten in Europa den Luftverkehr lahm, überzogen ganz Island mit Staub. Klimaforscher beobachten Islands Vulkane mit Sorge. Ein Blick in den Schlund des Eyjafjallavulkans. So sieht wohl das Tor zur Hölle aus. Wochenlang hat er gewütet. Jetzt verliert er langsam an Kraft. Er ist einer von mehr als 30 aktiven Vulkanen, die Dampf unter der Insel machen. Immer wieder brechen sie auf. Lava dringt an die Oberfläche, erstarrt zu Gestein. Island ist eine der aktivsten Vulkanregionen der Welt. Eine Insel, die ständig ihr Gesicht verändert. Zu verdanken hat sie das ihrer besonderen Lage. Island liegt genau dort, wo zwei Kontinentalplatten aufeinandertreffen. Die nordamerikanische und die eurasische Platte. An dieser Nahtstelle drückt Magma die Insel förmlich auseinander, um 2 Zentimeter pro Jahr. Wir sitzen hier auf einem sogenannten Hotspot. Das heißt, wir haben eine außergewöhnlich hohe Konzentration an vulkanischer Aktivität direkt unter uns. Und daraus entsteht diese wunderschöne Vulkaninsel. Die Vulkane auf Island. Sie bringen nicht nur Zerstörung, sondern bedeuten auch Neuanfang. Die Insel ist einst selbst durch vulkanische Aktivität entstanden. Die Geburt einer Art Mini-Island war 1963 zu beobachten. Eine kilometerhohe Rauchwolke kündigt das Naturschauspiel an. Der Ausbruch eines Vulkans auf dem Meeresboden vor der Südküste lässt gewaltige Lavamassen emporsteigen. Eine Insel wächst aus dem Wasser. Die Isländer taufen sie Surtsey, der Feuerriese. Sie ist rund 1 Kilometer im Durchmesser groß und heute wissenschaftliches Sperrgebiet. Auf Island bricht im Schnitt alle 5 Jahre ein Vulkan aus. Der Schwerpunkt hat sich in den letzten Jahrzehnten verlagert, auf die Gletschervulkane im Südosten, dort wo Feuer auf Eis trifft. Wie zerstörerisch diese Mischung ist, wurde zuletzt 1996 sichtbar. Damals explodiert der Vulkan unter dem Vatnajökull, dem größten Gletscher Europas. Gigantische Mengen an Schmelzwasser verursachen eine Flutwelle. Brücken und Straßen werden zerstört. Haushohe Gesteinsblöcke mitgerissen. Doch Islands Vulkane haben in der Vergangenheit noch Schlimmeres angerichtet. Den Himmel verdunkeln, das Klima verändern. Auch dazu sind sie imstande. So wie 1783, beim Ausbruch in der Laki-Spalte. Monatelang spucken mehr als 100 Krater Lava und Asche. Die Insel verschwindet unter einer Dunstwolke aus giftigen Gasen. Schadstoffhaltige Asche und saurer Regen verseuchen die Weiden, verderben die Ernte und vergiften das Vieh. An der darauffolgenden Hungersnot sterben fast 10.000 Isländer. Auch das europäische Festland spürt die Folgen. Der Winter wird eisig, der Sommer kühl. Die Temperaturen sinken um 3 Grad. Die Ursache? Schwefeldioxid.
Das ist das Schlimmste, was in die Atmosphäre geschleudert werden kann. Denn Schwefeldioxid verändert das Klima. Die Sonne kommt nicht mehr durch und die Erde verliert an Wärme. Der Temperaturhaushalt des Planeten wird gestört. Es wird deutlich kühler. Diese Gefahr bestand beim Eyjafjallajökull nicht. Er ist ein Zwerg unter Islands Vulkanen. Doch Vulkanologen warnen vor seiner großen Schwester. Nur 25 Kilometer östlich des Eyjafjallajökulls schlummert die Katla. Sie ist einer der aktivsten Vulkane Islands. Und längst überfällig. Denn schon in der Vergangenheit hatte sie eine enge Beziehung zum kleinen Nachbarn. Die Katla bricht meist kurz nach dem Eyjafjallajökull-Vulkan aus. Eine Art Kettenreaktion. Natürlich erwarten wir, dass die Katla in absehbarer Zeit wieder ausbricht. Und nun fürchten wir, dass sich dasselbe Szenario wie in der Vergangenheit abspielen könnte. Nämlich, dass Katla aufwacht und ihrer kleinen Schwester zeigt, dass sie immer noch die Größere ist. Noch gibt es dafür keine Anzeichen. Doch Islands Vulkane bleiben unberechenbar. Nur eins ist sicher: Der nächste Ausbruch kommt bestimmt. Und lange wird er nicht auf sich warten lassen. Ja, in halb Europa herrschte Flugverbot nach dem Ausbruch des isländischen Vulkans. Namens, Sie können das besser als ich. Ich versuch's. Ja. Eyjafjallajökull. Okay, ein unaussprechlicher Name, da haben sich schon viele Menschen dran versucht in den Nachrichten. Der bedeutet auch was, nämlich? Ja, also in Island ist das meistens so. Eyja, das geht zurück auf Ey, Insel. Mhm. Also vor den Inseln, Fjatla sind die Hügel und Jökull sind die Gletscher. Das ist also der Gletscher auf den Hügeln, von denen aus man die Inseln sieht, womit da die Vestmannerinseln gemeint sind. Mhm. Ist die Frage, was dann einfacher ist auszusprechen, die Bedeutung oder tatsächlich der Name gleich. Es war auf jeden Fall nicht dieser Ausbruch im Vergleich zu Vulkanausbrüchen, die es früher schon gab, vor etwa 200 Jahren zum Beispiel, also genau gesagt 1816, der Tambora. Der hat das Klima weltweit verändert. Wir wollen uns gerade mal anschauen, da einen Vergleich. Wir sehen ihn hier oben rechts im Bild wiederum im Vergleich dazu der Vesuv, ein kleiner Zwerg letztlich. Auf welche Weise hat denn der Tambora damals das Klima verändert? Was ist passiert? Neben der wesentlich heftigeren Stärke der Eruption spielt da eine entscheidende Rolle, dass eine große Menge an Gasen freigesetzt wurden, vor allem SO4, also Schwefeldioxid, SO2 und SO4. Und dann kam noch dazu, dass der Vulkan in der Nähe des Äquators liegt. Also in geringen, ich weiß gar nicht, nördlichen Breiten oder südlichen Breiten. Da bin ich jetzt im Augenblick ein bisschen desorientiert. Aber auf jeden Fall in der Nähe des Äquators, ich glaube, niedrigen nördlichen Breiten. Und das hat einen wesentlich größeren Einfluss, weil unser globales Zirkulationssystem im Prinzip an dieser Äquatormaschine angekoppelt ist. Ja, wenn dieser selbe Ausbruch, sagen wir mal, irgendwo auf der Höhe von Island oder noch weiter nördlich stattfinden würde, wäre der Impact wesentlich geringer. Und was genau ist mit dem Klima dann passiert durch den Ausbau? Was im Prinzip schon angesprochen wurde, diese Gase, die da ausgestoßen werden, haben im Gegensatz zu den Aschepartikeln die Eigenart, sehr lange in der höheren Atmosphäre zu verbleiben. Es bilden sich da sogenannte Aerosole. Das sind kann man sich wie feinste Tröpfchen, so Nano- und Mikrotröpfchen vorstellen. Und die können da Monate und Jahre lang bleiben. Und die schirmen sozusagen die Energiezufuhr von der Sonne auf die Erde ab. Und da kommt es dann zu der Abkühlung und zu diesen entsprechenden Folgen, die das hat. Mhm. Welche Vulkane, die wir jetzt im Augenblick haben oder die ja irgendwann ausbrechen könnten, hätten denn noch das Potenzial, Klimakiller zu werden? Also es gibt einige sehr unangenehme Vulkane in den Anden, die aber dann vor allen Dingen die südliche Hemisphäre betreffen würden. Da ist ja der Äquator schützt uns sozusagen ein bisschen vor dem, was auf der südlichen Hemisphäre passiert. Und ansonsten natürlich Vulkane in den Kaskaden, also Vulkane über Subduktionszonen, die sehr gasreich im Hinblick auf diese Gase sein können. Subduktionszonen? Die Zonen, an denen Platten in den Erdmantel zurückgleiten. Mhm. Und da, das ist diese
Stichwort Pazifischer Feuerring. Ja. Diese Vulkane, die auf diesen Zonen sitzen, die sind besonders klimafeindlich. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch die Supervulkane in den Kalderen, zu denen übrigens auch Kambi-Fleck Rae gehört, wie zum Beispiel Yellowstone. Genau, auf den wollte ich nämlich auch noch kommen. Da hört man immer, unter dem Yellowstone Park, da schlummert ein Supervulkan. Ja. Man hat große Angst, der soll vor allem auch überfällig sein. Was ist da dran? Also ich kann da relativ wenig dazu sagen. Das Problem bei diesen Vulkanen ist, dass es nur sehr wenige vergleichsweise gibt und dass auch die Zahl der Ausbrüche sehr gering ist. Und wir haben einfach das Problem statistischer Art. Wenn Sie wissen wollen, wie Deutschland wählt, können Sie nicht nur drei Leute fragen. Mhm. Da haben wir übrigens Bilder von Yellowstone. Also so muss man sich das vorstellen. Wer noch keine Bilder gesehen hat, also ich finde, das ist schon eine große Aktivität, die man an den Bildern ablesen kann. Es wird viel wärmefrei, ja. Ich meine, man weiß, diese Supervulkane können viele Hunderte von Kubikkilometern Magma fördern. Man findet die Ablagerung. Was wir allerdings nicht wissen, ist, wie lange diese Eruptionen tatsächlich dauern. Und das ist der entscheidende Punkt, weil die Erde kann eine ganze Menge zusätzlicher Wärme verkraften und kann auch eine ganze Menge Dreck verkraften. Er darf nicht zu viel auf einmal kommen. Und wenn so ein Vulkan diese Eruption in weniger als einer Woche vollbringt, ja, und diese Mengen von Material und diese Menge von thermischer Energie fördert und natürlich auch die Schadstoffe, dann ist das eine globale Katastrophe. Wenn er dazu allerdings vielleicht 5 oder 6 Jahre braucht, dann kann das möglicherweise von der Ökologie gepuffert werden, vom ökologischen System, richtig. Und wieder abgebaut werden. Und ja, einfach besser verkraftet werden. Das wird dann vielleicht unangenehm, aber also es wird schon klimaverändernd sein, aber eben nicht in einem Ausmaß, dass es uns also wirklich an Kragen ginge. Mhm. Also das, worüber wir jetzt sprechen, sind die möglichen Herde, die wir sehen können. Wir haben eben gerade Yellowstone gesehen, aber interessant ist, und das war mir von Anfang an gar nicht so klar, als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, dass ja die meiste Vulkantätigkeit unter Wasser sich abspielt, wo man nur schwer rankommt an die Bilder, um das mal zu zeigen. Trotzdem haben wir natürlich solche Bilder für Sie, denn glücklicherweise gab es eine amerikanische Tiefseemission und die hat das Ganze gefilmt in der Nähe von Neuseeland. Was ist jetzt das Besondere an solchen Unterwasserausbrüchen? Also erstmal das Besondere ist, dass man sowas mal endlich zu Gesicht kriegt. Man muss jetzt ein bisschen dazu sagen, dass das eine sehr kleine Skala ist. Also der Schlot, den wir hier sehen, ist weniger als 5 Meter von dem U-Boot weg und hat nur so einen Durchmesser von weniger als 1 Meter. Also das ist jetzt wirklich kein Ereignis, bei dem es einem jetzt zu sehr gruselt. Das ist jetzt eine Frage der Skala. Aber wir sehen hier, dass Mechanismen in diesen großen Meerestiefen funktionieren, die wir uns bis jetzt noch nicht richtig vorstellen können. Also bisher hat man immer gedacht, es gibt da diese Pillolarven bilden sich da und vielleicht noch solche sogenannte Sheets, also so dünne, praktisch das Wasser wird praktisch unterflossen von einem Lavastrom und dass das alles sehr behäbig und friedlich abgeht. Und wir sehen aber doch auf diesen Bildern eigentlich das erste Mal, dass es unter Wasser auch vielleicht sowas wie explosiven Vulkanismus geben kann. Also 80-90% des weltweiten Vulkanismus spielen sich unter Wasser überhaupt ab, ja, Mittelatlantischer Rücken zum Beispiel. Was ist denn jetzt die Konsequenz oder welche Gefahr geht denn von diesem Unterwasservulkanismus aus? Das, wenn man wüsste, ja. Also, ist schon klar, da passt jetzt eigentlich auch das Bild dazu, das wir gerade gesehen haben mit diesen quasi explosiven Vorgängen. Das ist auch wieder eine Frage der Zeit. Wenn es riesige Ausbrüche gibt, und die muss es geben, wo große Mengen und große Volumina gefördert werden, dann kommt es darauf an, wie der Wärmeinhalt dieses Materials an das Ozeanwasser ankoppelt. Könnte das den Golfstrom beeinflussen? Kann es ihn abbrechen, so aus der Fuge bringen, dass es natürlich Konsequenzen klimatischer Art verursacht? Also da lehne ich mich aus dem Fenster, aber ich sag mal, ich kann mir das vorstellen. Wenn ein großer Ausbruch sehr, sehr viel Wärme in kurzer Zeit fördert, Und das Wasser praktisch vollkommen, das Ozeanwasser praktisch vollkommen überfordert wird, diese Wärme aufzunehmen, dann passiert wieder sowas Ähnliches wie in dieser Lavalampe. Dann wird sich ein großes Volumen Wasser im Ausbruchsgebiet sehr stark erhitzen, wird die Wärme nicht loswerden an die Umgebung und wird dann wie ein riesiger Blob aufsteigen. Und das gibt dann wirklich einen großen Rührer im System. Mhm. Und wenn der groß genug ist, kann der alles Mögliche anrichten. Wir wissen es nicht. Aber zumindest ist das eine Möglichkeit, über die man nachdenken muss. Ja, das ist beunruhigend, aber es ist ja alles hochspekulativ. Solche Ereignisse, wie jetzt zum Beispiel Tambora,
sowas spielt sich ja immer in großen geologischen Zeitmaßstäben ab. Tambora ist jetzt 200 Jahre her, das ist noch nicht so lang für sowas. Andererseits, Vulkane sind eben unberechenbar. Fruchtbares Land, mineralienhaltige Böden, Obst, Gemüse und Weinanbau. Das Leben an Vulkanen bietet auch Vorteile. Ein Fünftel aller Menschen lebt in der Nähe von Vulkanen. Auch die deutsche Eifel ist Vulkangebiet. Begehrt ist hier das Vulkangestein als Baumaterial. Und man kann auch vom heißen Untergrund profitieren. Island deckt einen großen Teil seines Energiebedarfs durch geothermische Anlagen. Aus dem Inneren der Erde strömt geballte Energie. Auf Island bringen Vulkane das Grundwasser zum Brodeln. 2246 Meter tief reichen diese Rohre Richtung Erdmittelpunkt. Testbohrungen, um bald noch mehr geothermale Energie zu gewinnen. Ein Höllenschlund, der nach Schwefel stinkt. Für Geologen wie Ingvar Fridleifsson jedoch ein erfreulicher Anblick, denn unter seinen Füßen brodelt Islands Reichtum. 33 aktive Vulkane zählt die Insel. Sie brechen als gigantische Naturgewalten immer wieder aus. Die Isländer leben mit den Vulkanen und ihren Launen. Seit rund 70 Jahren sind die Feuerschlote für die Nachfahren der Wikinger sogar ein echter Segen. In der geothermalen Anlage Hellisheid wird mit Dampfdruck saubere Energie erzeugt. 200 Megawatt elektrische Leistung. Zwar nur ein Viertel der Leistung eines Kernkraftwerks, aber dafür völlig ohne umweltschädliche Nebenwirkungen. Vulkane sind sehr wichtig für die Energieversorgung in Island. Wenn wir die Vulkane nicht hätten, könnten wir nicht so einfach Strom erzeugen. Außerdem heizt die geothermale Energie unsere Häuser. Hellisheid liegt auf einem sogenannten Hochtemperaturfeld. Das bedeutet, dass die Wassertemperaturen in 1000 Meter Tiefe mehr als 200 Grad Celsius beträgt. In Hellisheid sind es sogar bis zu 350 Grad. Experten vermuten knapp 6000 Megawatt Energie in den Hochtemperaturfeldern der Insel. Islands Geysire sind das sichtbarste Zeichen für den unterirdischen Druck. Es dampft und brodelt an vielen Orten. In zahllosen Farben, Formen und Arten drückt die Hitze das kochende Wasser flüssig oder als Dampf nach oben. Mehr als die Hälfte ihrer Energie holen die Isländer aus dem Erdinnern. Knapp 90% des warmen Wassers und fast 20% des Stroms erzeugt die Insel mit regenerativer Energie, absolut CO2-neutral. Das neueste Kraftwerk liegt 16 Kilometer von der Hauptstadt Reykjavik entfernt. Für die ökologisch und fast gratis erzeugte Energie zahlen die 300.000 Isländer nur Centbeträge. Auf dem Gebiet der geothermalen Energieversorgung hat Island eine führende Rolle. Weltweit erzeugen nur 5 Länder bis zu 20% ihres Stroms durch Energie aus der Erde. Costa Rica, El Salvador, Kenia, die Philippinen und Island. Das weltweite Potenzial an geothermaler Energie wird auf 140 Gigawatt geschätzt. Das entspricht der Leistung von rund 130 Atomkraftwerken. Die Isländer nutzen die heißen Quellen seit Jahrhunderten. In einem öden Lavafeld liegt das weltbekannte Thermalbad Blaue Lagune. Jedes Jahr baden hier über 700.000 Menschen im 35 Grad heißen Wasser. Die Blaue Lagune ist das Ergebnis eines Vulkanausbruchs vor 800 Jahren. Seitdem strömt an dieser Stelle heißes Wasser nach oben. Island liegt genau dort, wo zwei tektonische Platten aufeinandertreffen, die eurasische und die amerikanische. Der Riss zieht sich deutlich sichtbar durch die gesamte Insel. Ihn zu betreten ist aber ungefährlich. Die Spalte schiebt Europa und Amerika voneinander weg, etwa 2 Zentimeter pro Jahr. Der Riss reicht hinunter bis zum glühenden Erdmantel. Unter Island liegt eine riesige Magmablase.
Dieser sogenannte Hotspot schob die Insel vor ca. 17 Millionen Jahren aus dem Atlantik. Heute kann Island froh sein über seinen aktiven Untergrund. Wegen der Finanzkrise ist die Insel praktisch pleite. Aber dank der Vulkane müssen die Isländer wenigstens nicht frieren. Tja, Vulkane haben auch durchaus Vorteile. Sie haben es gesehen. Die Geothermie auf Island oder diese unglaublich fruchtbaren Böden, mit denen sich sehr viel anfangen lässt. 20% aller Menschen wohnen übrigens in der Nähe von Vulkanen. Und da ich gerade von den Böden sprach, Produkte, die wir auch den Vulkanen verdanken, zum Beispiel hier vorne wunderbaren Wein. Wenn Sie mal auf Lanzarote waren, dann wissen Sie, dass dort Wein angebaut wird. Ganz toll in so, wie so kleinen Erdkuhlen mit so ganz schwarzer Erde drumherum. Das sieht sehr, sehr toll aus. Oder vulkanische Gesteine waren auch schon immer ein sehr gefragtes Baumaterial. Was wir hier vorne sehen, ist im Grunde genommen auch nichts anderes als vulkanisches Gestein. Da hat man zum Beispiel draus Asche, aus dieser Asche hier, Zement gemacht. Da hat man schon ganz früh Kirchen mitgebaut. Oder denken Sie nur an unsere Pflastersteine hier, ja, aus Basalt oder hier aus Granit. Wir dürfen das hier nicht vergessen. Das war ja der Bimsstein. Den benutzt man zum Beispiel oder die Struktur davon zur Hausdämmung. Wir haben Möglichkeit, mit Deos uns zu versorgen. Also es ist nicht alles schlecht an Vulkanen. Das ist richtig. Und man darf auch nicht vergessen, dass Vulkane ja auch sehr beliebte Urlaubsziele sind. Vulkaninseln wie Hawaii oder Mallorca sind überhaupt erst durch Vulkanausbrüche entstanden. Und auch hier in Deutschland gibt es Vulkangebiete. Der Laacher See in der Eifel. Vor 13.000 Jahren kam es zu einer gewaltigen Eruption. Der einbrechende Krater füllte sich später mit Wasser. Gasblasen zeigen, dass sich tief unter dem Gewässer ein Hotspot befindet. Der Vulkan ist also nicht erloschen. Von seiner bewegten Vergangenheit zeugt auch die Abtei Maria Laach. Ihre Baumeister verwendeten vorwiegend Lavagestein, das der Vulkan in weitem Umkreis in die Landschaft schleuderte. Darunter dunkle Basaltlava und heller Tuff. Tuffstein lässt sich leicht behauen. Ornamente und Figuren aus diesem Material zieren die Klosterfassaden. Ja, es sind nicht nur die Vulkangesteine, die Eifelmare, die Vulkanmuseen, die es dort in Hülle und Fülle gibt, der Lavadom in Mendig. Auf jeden Fall ein sehr netter Ausflugstipp, die Eifel. Haben Sie denn möglicherweise da auch noch ein Highlight oder etwas, was Sie uns empfehlen können, wenn man mal dahin geht, unter diesem Aspekt Vulkane? Ja, was mir jetzt noch einfällt, wo sozusagen ein bisschen Action ist, natürliche, das wären die Kaltwassergeysire, die CO2-Geysire in Wallenborn einmal und in Andernach. Das ist vielleicht eine Sache, die recht spektakulär ist. Und generell, wer ein Motorrad hat, sollte da mal in der Eifel rumfahren. Ein bisschen vorsichtig bitte, weil die Straßenbelege sind nicht mehr ganz so gut, wie sie früher mal waren. In Gemeinden geht offensichtlich ein bisschen das Geld aus. Aber ansonsten ist die Eifel einfach eine wunderschöne Landschaft mit netten Bewohnern. Mhm. Sollte auch gutes Bier geben. Und den sogenannten Eifelgeist, mit dem ich auch schon Bekanntschaft geschlossen habe. Wer ist das? Möchtest du das vielleicht noch kurz sagen? Das ist ein Schnaps und du möchtest nicht viel drüber wissen. Nein, wir reden verstehe. Ich möchte aber gerne noch was wissen über den Laacher See. Ja. Da blubbert es ja nun immer noch. Also aufsteigende Gasblasen zeigen, dass dieser Untergrund unter dem See tatsächlich noch sehr aktiv ist und nicht zur Ruhe gekommen ist. Muss man denn auch in der Eifel Angst haben, dass da irgendwann was wieder losbricht? Müsste die Eifel vielleicht noch mal ganz anders überwacht werden? Also die Eifel wird in gewisser Weise überwacht im Rahmen der geophysikalischen Stationen, der Erdbebenmessstationen, die in ganz Deutschland verbreitet sind. Es gibt speziell in der Eifel auch mikroseismische Stationen. Und was man da macht, ist eigentlich wie mit dem Stethoskop so in die Erde reinhören, ob sich da was bewegt. Denn Magma, wenn sich bewegt, macht Krach. Und zwar ziemlich viel sogar. Und die Hoffnung ist, dass man also lange genug vorher was hört, wenn was kommt. Wir leben nicht in einem Land, in dem man sich sehr viel Gedanken machen muss um Vulkanausbrüche hier. Und man sollte auch nicht zu viel Steuergelder dafür rausfeuern. Aber so ein gewisses Minimum an Überwachung ist sinnvoll, denn die Eifel ist ein aktives Vulkangebiet. Und es wird da auch wieder ein Vulkan ausbrechen.
Heute oder in 1000 Jahren. Was halten Sie denn überhaupt von Vulkantourismus? Nicht hier in Deutschland, sondern wenn man zum Beispiel mal auf den Ätna schnell hoch will, da kann man ja fast direkt an die Lava. Ich durfte das auch mal allerdings zu Dreharbeiten. Da sind mir dann die Schuhsohlen geschmolzen, weil das Gestein so heiß war. Ist das was, was Sie empfehlen oder sollte man es lieber sein lassen? Also der hat zwei Seiten. Die eine Seite ist sehr empfehlenswert, mit der nötigen Vorbereitung, mit den richtigen Kleidungsstücken und unter Umständen auch mit Führern, die sich auskennen und natürlich mit einem Ohr für die Warnungen und Verhaltensmaßregeln der Observatoriumsleute, die da vorhanden sind. Kann das ein sehr tolles Erlebnis sein? Also ich glaube, wer mal nachts Eruptionen am Stromboli oder am Ätna gesehen hat, der wird das nicht vergessen. Waren Sie schon mal gefährlich nah dran? Nee. Und ich werde auch all mein Wissen einsetzen, damit das nie passiert. Aber es ist schon eine extreme Geruchsbelästigung. Muss man ein bisschen aufpassen mit den Gasen da oben. Ja. Also das, sagen wir mal so, eingefleischte Nichtraucher sollten nicht unbedingt Vulkanologen werden. Okay. Schönes Abschlusswort. Ja, aber ich wollte noch mal gerne zusammenfassend sagen, nach allem, was wir gehört haben, Vulkane verbreiten natürlich eben nicht nur Angst und Schrecken, sondern wir wollen nicht vergessen, dass man da auch sehr gut leben kann an und mit ihnen, weil sie ja wertvolle Rohstoffe liefern, ein sehr fruchtbares Umfeld besitzen und natürlich auch diese fantastischen Naturschauspiele bieten, die Sie gerade eben auch beschrieben haben. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Herr Szymanowski. Es war mir ein Vergnügen. Der Vesuv in Italien, eine tickende Zeitbombe unter ständiger Beobachtung. Der künstliche Vulkan, ein Modell, um das Verhalten der Vulkane besser studieren zu können. Und Islands Feuerberge, heiße Energiequelle oder möglicherweise auch Bedrohung für das Klima. Das waren unsere Themen heute bei Planet Wissen. Und wie immer gibt es bei uns eine große Online-Abteilung unter planetwissen.de. Da haben wir Ihnen nochmal zu dieser Sendung alles zusammengetragen. Tipps, Informationen, Videos können Sie hier abrufen zu unserer Sendung. Und ich möchte Sie auch nochmal daran erinnern, dass wir ein wirklich fantastisch gemachtes Multimedia-Element haben. Da können Sie Vulkane anklicken, sich die verschiedenen tektonischen Bewegungen unserer Erdplatten anschauen und natürlich auch sehr viel darüber erfahren, wie Vulkane entstehen und wie sie zum Ausbruch kommen. Bücher habe ich auch. Vulkane ist der erste Tipp. Das ist ein großer Bildband, wo Sie Vulkane in voller Pracht sich anschauen können. Wirklich tolle Fotos drin. Ich zeige Ihnen hier mal etwas, was man ganz selten sieht. Das ist hier ein Lavasee im Kongo. Davon gibt es nur 4 Stück auf der ganzen Welt. Und Sie können also hier auch wirklich super Fotos von Lava in ganz unterschiedlicher Form sich angucken. Stricklava oder solche erkaltete Lava, die aussieht wie ein zusammengestauchtes Tischtuch, also ein wirklich fantastisches Buch, natürlich auch mit sehr informativen Texten. Dann haben wir Vulkane in der Eifel von Hans-Ulrich Schminke, der auch schon mal bei uns zu Gast war. Aufbau, Entstehung und heutige Bedeutung. Wir haben über die Eifel auch in dieser Sendung gesprochen. Gerade mal 11.000 Jahre ist es her, dass es da richtig heftige Vulkanausbrüche gegeben hat. Und auch die haben ihre Spuren hinterlassen. Oder ich empfehle Ihnen, wenn Sie das Ganze noch ein bisschen vereinfacht haben wollen oder wenn Sie Kinder haben, aus der Was-ist-was-Reihe Vulkane, diesen Band 57. Was passiert da im Erdinneren und was muss man alles ganz kurz und kompakt über Vulkane wissen? Das war's von uns für heute. Wenn Sie Lust haben, dann schauen Sie morgen wieder bei Planet Wissen rein. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss.